Es begab sich aber in der Zeit, dass er die Boot und die Reise Augustus aufging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und die Schaffung der Zeit, der Quirinius Stadtrat zu Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, an jeder in seinem Staat. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seine Frau Weide. Die war schwanger. Und als sie dann waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, denn die Hirten, die hüteten des Nachts in der Herde. Und der Engel des Herrn kam zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volken widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind im Windchen gewickelt und in einem Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Hirscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nicht nur diese Nacht ist dunkel, auch die Zeit, in der wir leben, ist dunkel.
darf man nicht trauen, heißt es. Wenn die Menschen nur wissen, wie schwer ihr Leben ist, dann ist immer auf dem Wald, auf der Suche nach guten Zwischenplätzen, was sie nicht kriegen. Das im Herzen macht schwer mit dir. Wenn das Wetter schlecht ist, ist es besonders, dass man mit der Welt gewandt. Lass uns ausruhen, wir sind alle Güter der Schöpfung von diesem langen Tag. Auferstehung in diese Welt gebracht. Dieses Licht leuchtet bis heute, auch wenn wir es einmal nicht sehen.